Ja, Dominik Schlumpf, zweimal gegen Freiburg, beides Heimsieg. Wie ist jetzt Ihr Fazit nach dem heutigen knappen Heimsieg? Ja, wir haben sicher eine Reaktion zeigen zu gestern. Dort haben wir nicht unser Spiel können spielen und heute ist es uns über 60 Minuten recht gut gelungen. Am Anfang nicht so ideal gestartet, natürlich mit dem 5-3 und mit dem ersten Gegengol. Und wir konnten uns dann stetig steigern von Drittel zu Drittel. Und am Schluss haben wir dann das Glück auf unserer Seite und haben die 3 Punkte können holen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen gemerkt, oder ich hatte den Eindruck gehabt, dass er ein bisschen vorsichtig sind, dass er versucht, die Freiburg in den Griff überzukommen, die ja brandgefährlich waren. Hat der Eindruck getauscht? Nein, auf jeden Fall. Sie haben natürlich eine sehr starke Offensive oder allgemein ein sehr starkes Team. Und wir haben versucht, am Anfang kompakt zu stehen, möglichst wenig Raum hineinzugeben. Und das ist uns eigentlich dann ein bisschen gelungen. Aber am Anfang haben sie dann doch die Chancen doch kreieren können. Und wie ich gesagt habe, wir haben uns dann eigentlich von Drittel zu Drittel verbessern können. Und sind dann eigentlich als Einheit auftreten und haben so Druck gegen Führer kreieren können. Wie ist es für Sie als Verteidiger, wenn man gegen so Stürmer antritt, wie Sie eben Freiburg in der Reihe hat, wo zu den Top-Stürmern in der Liga gehört? Ja, wir probieren natürlich möglichst schnell immer an ihnen sein, ihnen möglichst wenig Raum geben. Schon eben in der Offensivzone eigentlich schon anfangen, dass wir dort schon sie recht gut unter Kontrolle haben und ihren Speed eigentlich probieren aus dem Spiel rauszunehmen. Merci vielmals und nochmal Gratulation zu dem Sieg. Merci vielmals.